Herzlich willkommen zu einem Video. In diesem Video packen wir die Supercell-Box aus. Die haben uns ein Paket geschickt. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Erstmal hier draufstellen, glaube ich. Ich habe vorher noch nicht geguckt. Wir werden jetzt mal reingucken. Und mal schauen, was die uns so geschickt haben. Ich weiß nicht, ob das Paket ist, was jeder bekommen hat. Aber ich bin gespannt, was da Schönes für uns drin ist. Natürlich nämlich ein Kuli zum Aufmachen. Kann man keine Schere leisten und so. So ein Ding ist das. Oh, jetzt ist der Kuli sogar kaputt gegangen. Wollte ich sowieso wegschmeißen. Egal, die Box ist aber auf. Und was ist hier drin? Was ist das? Genau, ein kleiner Zettel für uns. Das ist wahrscheinlich nicht für alle. Okay, hier ist diese schöne Box drin. Mit einem Huhn drauf. To the Victor goes the spoils. Ich weiß zwar nicht, was das auf Deutsch heißt, aber interessant. Hier dann nochmal die Spiele. Fehlt jetzt Heyday Pop noch drauf. Heyday, Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars und Boom Beach. Ja, ich würde mal sagen, gucken wir mal rein, ne? Wo geht das denn auf hier überhaupt? Ich will jetzt nichts kaputt machen. Ah, hier geht's auf. Das ist auch wieder so ein Aufkleber. Ich bin gespannt, was da drin ist. Bin ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein. Oh, tada. Oh. Wow. Hope your name is Victor. Nee. Mein Name ist nicht Victor. Und sie haben dieses schöne Paket hier drin. Ja, ich muss mal weiter nach hinten gehen. Ich bin mal gespannt. Oh, ich bin aufgeregt. Ich werde es nicht kaputt machen. Irgendwas können wir einfach so aufklipsen, oder? Das ist so eine Art. Ich habe es doch kaputt gemacht. Ich sehe schon kommen. Hier ist eh schon ein Riss drin. Hauptsache Supercell-Logo geht nicht kaputt. Das ist ja ein bisschen wichtig. Und hier, das kann ich ja schon sagen, die haben wir auch schon in Helsinki bekommen, sind Aufkleber drin. Wenn jetzt eins, alles nach dem anderen hier aufpacken, auspacken meine ich. Hier eine schöne Verkleidung. Und hier werden, ich bin mal gespannt welche. Wenn das aufmacht, kommt dann hier dieses Logo. Und dann diese Aufsticker für die Kleidung. Sind die, die ich jetzt rauskriegen würde. Habt ihr schon mal bei Camilla gesehen? Die kann man sich ans Hemd kleben oder klacksen. Halt festmachen. Will jetzt nicht hier rausmachen, weil das sieht so cool aus, wenn die so in der Verpackung sind. Hier kann man die dann aufdrehen, die Dinger. Und sich dann an ein Hemd kleben. Oder an irgendwas anderes, an eine Hose, was auch immer. Was einem gerade lieber ist, kann man das halt festmachen. Das ist cool. Was haben wir noch hier drin? Das sieht nach Kuscheltieren aus, weil diese Packungen sind immer sehr verdächtig für Kuscheltiere. Zwei Stück. Okay, machen wir es erstmal das auf. Okay, mehr ist nicht in der Box. Ups, meine Fanta fällt gleich um. Mehr ist hier nicht drin. Coole Box, die werde ich mir auch wieder irgendwo hinstellen. Oh, Akrobatik pur hier. Okay, kommen wir zu zwei Kuscheltiere. Machen das erste auf. Nach dem roten zu äußern, sieht es aus wie ein Huhn. Ja, sehr verdächtig. Ein sehr verdächtiges Huhn. Hier ist auch schon das Huhn-Symbol drauf. Es ist eine zweite Dana. Ihr seht die ganze Zeit meinen Kopf nicht, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Mich interessiert ja eh so mehr der Inhalt, denke ich mal. Als mein Kopf hierbei. Ja, es ist eine zweite Dana, yay. Da hatte ich die andere. Ist mal im Kopf gepickt hier. Ja, freut mich. Ein Selfie. Cool. Ein zweites Hütchen. Vielleicht machen wir da ein Giveaway draus, von dem Huhn. Das sieht nach einer zweiten Katrin aus.
Vor allem auch schon wegen dem Scharfaufkleber hier. Ein zweites Regiemitglied für mich. Oh, Katrin! Katrin! Wie geht's dir? Fühlt sich ein bisschen anders an als die alte Katrin. Auch ein Selfie! Ja, cool! Freut mich, die Sachen bekommen zu haben. Dankeschön an Supercell. Ein Huhn, ein Schaf und die Sticker. Das ist doch cool. Nette Box, Dankeschön an Supercell dafür. Und die Box werde ich mir auch irgendwo hinstellen. Die finde ich nämlich sehr, sehr nice. Ja. Dankeschön. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet. Soll ich ein Giveaway machen oder soll ich es mir irgendwo hinstellen? Was haltet ihr davon? Hättet ihr auch gerne so ein Kuscheltier? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.